Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder bei mir in der Halle und ich kann euch verkünden, ich bin mega stolz darauf, wir haben mal wieder ein Auto geliefert bekommen. Nein, es ist leider nicht mein Auto, weil es ist finanziell nicht meine Liga. Aber wir haben hier von Porsche den brandneuen Porsche 911 GTS. Das Fahrzeug kann man aktuell schon bestellen, wird aber noch gar nicht ausgeliefert. Ich glaube erst Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Warum haben wir das Fahrzeug? Porsche hat mich tatsächlich eingeladen zu einem sogenannten Perfektionstraining auf der Nordschleife. Das heißt, ich darf 2 Tage mit diesem Auto plus Instruktor die Nordschleife lernen. Mega geil, gerade für mich perfekt. Für jemanden, der Nordschleife nicht fahren kann, bis auf eine einzige Runde bin ich da noch nie gefahren. Freue ich mich sehr drauf. Nichtsdestotrotz finde ich das Auto allerdings so geil, dass wir da auf jeden Fall ein Video draus machen. Ja, sieht gut aus. Prinzipiell, das Auto fängt bei 170.000 Euro an. So wie er hier steht, kostet 215. Erstmal grundsätzlich 911 GTS. Was ist 911 GTS? GTS steht generell für Gran Turismo Sport. Das heißt, wir sind hier autotechnisch auf einem ähnlichen, vorsichtig gesagt, Niveau wie ein GT3. Was das Kürzel angeht. Also wir sind über der Carrera-Liga. Allerdings soll dieses Auto genau das Spagat treffen zwischen Porsche Turbo und GT3. Weil jeder von euch, der einen GT3 kennt und schon mal gesehen hat, weiß, Flügelmonster, Sturz vorne, Semislicks, das ist halt ein Rennauto. Jeder von euch, der schon mal einen Porsche Turbo gesehen hat, weiß auch, dass das Auto Spoiler, Leistung und so weiter hat. Und der GTS ist wirklich allerneueste Technik und soll so ein bisschen dazwischen das Spagat schaffen. So, das heißt, wie ihr schon seht, T-Hybrid. Heißt, dass es ein Hybrid ist und zusätzlich der Turbolader auch noch mit einem E-Motor ausgestattet ist. Heißt jetzt aber nicht, dass dieses Fahrzeug einen elektrischen Turbolader hat, sondern es hat einen konventionellen Abgasturbolader, ist auf jeden Fall ein 3,6 Liter Turbo. Ich würde jetzt gerade mal behaupten, es ist ein Biturbo. Nein, gar nicht. Ist es nicht. Ist es ein Single-Turbo? Ist ein Single-Turbo, ja. Durch den E-Motor braucht er den kleinen Lader gar nicht mehr, sondern kann direkt auf den großen gehen. Fährt nur ein Lader, okay. Ja. Weil da muss das rohrführungsmäßig, aber man wird nichts sehen bei den Autos. Normalerweise hing beim Porsche ja immer beim Turbo ein Lader hier, ein Lader auf der Seite. Nico, du hast recht. Natürlich habe ich recht, ich habe mich informiert. Ihr seht tatsächlich Zylinderbank 1, wie die Rohre rumgehen und hier mit Zylinderbank 2 zusammenkommen und hier hängt der Turbolader. Das heißt, wir haben ein 3,6 Liter Single-Turbo. Wobei man muss auch dazu sagen, informieren bei dem Fahrzeug ist wirklich noch gar nicht so einfach, weil es gibt wirklich wenig zu dem Auto bisher. Aber 3,6 Liter Single-Turbo und dieser Turbolader hat in der Mitte noch einen E-Motor. Das heißt, der Turbolader wird konventionell über die Abgase angetrieben, kann aber zeitgleich über den Motor in der Mitte angetrieben werden, als auch wird über den Motor in der Mitte geregelt. Das heißt, man kann ihn sowohl anspulen, als auch man kann ihn abbremsen. Und dieses Abbremsen ist natürlich dann auch eine Art Rückgewinnung an Strom, die eine Batterie speist. Allerdings, eine Batterie ist ein bisschen übertrieben, weil unsere Batterie bei diesem Auto, weil es ist ein echter Hybrid, hat nur 1,2 Kilowattstunden. Das heißt, das ist wirklich nicht viel. Die sitzt vorne irgendwo hier so, vermute ich mal, also relativ tief, irgendwo so über Lenkgetriebe. 1,2 Kilowattstunden. Das heißt, das Auto kann nicht voll elektrisch fahren. Dafür reichen 1,2 Kilowattstunden nicht. Aber es reicht, um ein 60 PS Elektromotor anzutreiben, welcher auf der Kurbelwelle sitzt. Jetzt muss ich kurz rechnen, ob 60 PS richtig ist, weil es sind nämlich eigentlich 41 kW. Das sind, glaube ich, keine 60 PS, ne? Warte, das rechnen wir mal aus hier. 41 mal 1,36. Ne, sind 55 PS. Wollte schon gerade sagen. 41 kW Elektromotor sitzt auf der Kurbelwelle. Dieses Konzept hat mich beim neuen Panamera schon begeistert, weil, ihr wisst, ich selber bin kein Vollelektro-Fan, aber diese Variante, ein, ich sag jetzt mal, Rennmotor, also man hat bei Motoren immer zwei Varianten. Variante 1, man baut den Motor effizient, da wird aber nicht viel Leistung haben, oder man baut ihn mit viel Leistung und viel Standfestigkeit, dann wiederum. Ist es allerdings so, dass diese Motoren in Richtung wenig Verdichtung und so weiter gehen. Das heißt, diese Motoren sind untenrum tot und obenrum gut. Es gibt nicht beides. Man treibt das zwar immer weiter auf die Spitze, dass man mittlerweile schon so weit ist, Motoren entwickelt zu haben, die beides ein bisschen können. Aber nach wie vor 3,6 Liter an der Stelle hier mit 485 PS ohne den E-Motor. Ist für mich sind ein paar Größen, wo ich glaube, dass das einfach funktioniert. Also das ist jetzt nicht
übertrieben viel Leistung. Aber bedingt durch die 55 Elektro-PS, die man nochmal zuschalten kann, wird es keinen Bereich geben, wo es zu wenig Leistung ist. Das heißt, mit dieser Config an Technik kann man halt wirklich 2000 Umdrehungen reintreten. Als allererstes knacken die 55 Elektro-PS an. Dazu spult sich der Lader natürlich über den E-Motor schon hoch. Und das soll so die neue Generation an T-Hybrid sein, wie der Name schon sagt. Das wollen wir herausfinden, wie gut fährt es, wie geil ist es, funktioniert es am Ende auf der Rennstrecke und was ist dieses Auto? Ist es ein GT3-Ersatz, ist es ein Turbo-Ersatz, ist es einfach nur ein großer Carrera? Also optisch ist es halt auch einfach nochmal eine neue Generation vom 992, das muss man einfach sagen. Weniger ist mehr, muss man schon irgendwie sagen, weil ich finde, es ist schon extrem gerade und clean. So, ne? Ja. Dazu allerdings diese Rippen. Hier ist auch ein Versteller dran. Das heißt, es wird irgendeinen Zustand geben, wo die komplett zufahren und die ganze Luft nur noch hier durchgeht. Man kann es allerdings nicht händisch einstellen. Ich habe schon geguckt. Ich vermute mal, es wird auf der Autobahn sein. Dass es auf der Autobahn irgendwie einen Moment gibt, keine Ahnung, ab 300 oder so. Der ist übrigens eingetragen bei 310. Das heißt, die 540 Porsche PS reichen tatsächlich für 310, wo das hier zugeht. Das ist auch so, ja. Weil man die, aber wäre geil, ne? Müsste man eigentlich mal irgendwie auf Autobahn. Ja, irgendwie eine Kamera ranhängen. Aber ich glaube, die so, fliegt wenn das ab. Zugeht und dann hier, man sieht meine Finger hier, dann reicht nämlich tatsächlich, das ist immer das Krasse, bei Fahrtwind, dieses bisschen reicht, um den Kühler da hinten zu durchströmen. Weil einfach so viel Luft von vorne kommt, dass die Luft sich eh hinter den, also vor dem Wasserkühler staut. Also nur weil ihr einen Wasserkühler voll in Fahrtwind stellt, heißt es nicht, dass bei 300 km/h der ganze Fahrtwind durch den Kühler geht. Weil dieses Netz eh einen gewissen Gegendruck erzeugt. Und es ist bewiesen in der Physik, dass der Luftdruck, man kennt es vom Bram-Air-System, ganz schwach ist. Also als Beispiel, wenn ihr so einen Einlass macht und dahinter so eine Reduzierung, ist es nicht gleich so, dass da irgendwie ein halber Bar Überdruck entsteht. So, und deswegen braucht man bei hohen Geschwindigkeiten gar nicht diese volle Kühlerfläche, sondern kann eher auf Aerodynamik gehen, das Ganze zumachen und halt ein aerodynamisches Auto rausmachen. Ne? Nee, aber sonst in Summe ist das Auto für mich optisch, es ist halt ein Porsche, es ist ein neuer Porsche, schon mal die Wucht, definitiv. Dann Carbondach bei dem Auto, optional bestellbar. Mhm. Es ist leider, wie ich schon anfangs des Videos sagte, es ist nicht meine Geldliga, ich habe noch nie einen Porsche konfiguriert. Ist aber eine geile Sache, das machen wir. Bevor wir gleich auf die Probefahrt gehen, setzen wir uns einmal in den Rechner und gucken mal einmal in den Konfigurator rein. Weil ich persönlich habe noch nie, weil man achtet bei dem Auto ja wirklich prominent drauf, weil es so auf Bauchhöhe, deswegen glotzt man auf so ein Dach ja volles Ballett drauf. Und mir ist es ehrlich gesagt, außer natürlich bei den Weißer-Paketen noch nie aufgefallen, dass sie wirklich Carbondach rumlaufen. Nächster große Unterschied, wo wir sich etliche drüber aufregen werden, ich persönlich finde es wirklich geil, ist voll digitales Kombi-Instrument. Ich weiß, viele wollen in der Mitte noch einen analogen Drehzahlmesser haben. Ich selber war auch so, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne einen. Aber man muss ja auch immer mal ein bisschen an die Zukunft denken. Das heißt, mittlerweile haben alle Autos alles voll digital. Selbst wenn man es jetzt zur Sekunde nicht fühlt, wird es ja auch einen Markt für dieses Auto in 5 Jahren geben. So, und die Leute, die sich in 5 Jahren das Auto leisten können, ich glaube einfach, dass die werden das zu schätzen wissen und wollen das voll digital haben. Für mich krasses Beispiel dafür ist immer 2 Autos, S-Klasse und G-Klasse. Der Umsprung bei S- und G-Klasse zwischen analog und digital. Keiner will diese alten Autos auf einmal mehr haben, alten Autos, obwohl die auch ja nur ein halbes Jahr Differenz haben. Und da glaube ich schon, dass es der richtige Schritt war, hier in Richtung digital zu gehen. Weil man kann einfach, man ist einfach flexibler, also ne, man kann das komplett durchklicken, anders machen und so weiter. Ne? Und ganz ehrlich, meistens ist es ja sogar tatsächlich so, bei einem guten Display sieht man auf einem digitalen Display auch immer mehr als auf einem analogen. Man kann mit Schaltblitzen arbeiten, man kann, also man ist einfach in den Möglichkeiten, wirklich einfach ganz anders. Und es gibt jetzt einen Knopf, den gab es vorher noch nicht. Einen Knopf, meinst du den? Ich meine den roten Knopf. Aber den Knopf gab es vorher auch nicht. Das stimmt, ne? Weil alle Autos bis dahin hatten noch, also Porsche ist ja einsteigen, linke Seite. Das kommt daher, weil man natürlich, wenn man ins Auto reinspringt, besser links zünden kann, wenn es schnell sein soll, als ums Lenkrad rum gucken und rein. Das heißt, ich glaube, dass, sorry, wenn es nicht stimmt, bin so fit jetzt nicht, bin jetzt nicht hier der die Porsche neue Autos waren kennt. Die hatten ganz lange so einen kleinen Joystick dann hier. Mhm. Das heißt, du bist ins Auto rein, Telefon klingelt, praktisch, dass mein Auto schon verbunden ist. Man ist ins Auto rein und musste immer den Joystick einmal drehen, um das Auto zu starten.
trotz Keyless Go. Also es gab immer eine Möglichkeit, also man musste immer dieses Auto anmachen. Jetzt ist es halt nur noch ein Knopf. Mit Keyless Go hat mein Schlüssel einfach nur bei sich, fertig. Du meinst Senkrepp? Genau, ja. Das war beim Vor-Facelift noch nicht da. Beim GTS oder generell? Beim GTS. Liegt einfach daran, dass dieser rote Knopf in der Mitte ist so ein bisschen, in meinen Worten ausgedrückt, ein Boost-Knopf. Eigentlich nennt es sich Sport Response. Das heißt, das ganze Auto wird agiler und setzt nochmal einen zusätzlichen Overboost frei. Das geht natürlich bei einem herkömmlichen Motor nicht. Dafür braucht man natürlich diese Hybridtechnik als auch den Elektroturbo, wodurch man einfach solche Sachen, also man kann einfach Ladedruck in Momenten erzeugen, wo man normalerweise keinen Ladedruck hätte. Dafür ist dieser Knopf da. Porsche typisch, können wir hier aber die verschiedenen Drive-Modusse durchklicken. Normal, Wedge, Sport Plus. Modi, sorry, was habe ich gesagt? Modusse. Modi, ja, wie klingt Modi. Ja, ich weiß. Modusse. Ja, lange Rede, pass auf. Ich glaube, zu dem Auto braucht man nicht viel sagen. Optisch ist es für mich einfach ein Porsche. Ist einfach so. Mittlerweile Riesenräder. Das fällt ab 901 auf, dass die Räder echt groß werden. Guck mal, wir haben hier auf der Hinterachse einen 315, 30, 21. Also ich glaube, das ist ein SUV-Rad vom Durchmesser her. Ja klar, guck mal, wie wenig Höhe eigentlich zwischen Fenster und Rad ist. Wie wenig das geworden ist. Ja. Ne? Dann Bremse, braucht man Porsche nichts zu sagen. Den Fall Keramik, ne? Wirklich Pizzascheiben groß, mehr geht einfach nicht. Zentralverschluss. Und guckt euch mal die Bremsscheibengröße unter einer 21 Zoll Felge an. Ne? Hm. Das ist einfach gigantisch. Hier haben wir noch gar nichts zu gesagt. Ist jetzt ja neu mit den Endrohren so. Also was heißt neu? Ab 992 gibt es diese Endrohre so. Ich war ehrlich gesagt erst nicht so der Fan von. Ich fand das immer so links-rechts geil. Aber jetzt in Summe das Gesamtkonzept des Autos mit dem durchgehenden Lichtband. Wie geil bitte hier dieses Porsche einfach mal in 3D da drin steht. Ja. Ich feiere auch übrigens das 911-Logo. Das finde ich auch einfach bildschön irgendwie. Und da finde ich wiederum, passt das mit Auspuff in der Mitte, Diffusor, weiß nicht, es ist einfach, in meinen Augen ist es einfach so. Perfekt. In einem Stück. So, aber ich will gerne mal eine Sache machen, weil ihr merkt, ich bin nicht komplett in dem Porsche-Game drin. Obwohl mein Herz nach den ersten Metern auf jeden Fall für das Auto schlägt, wie ihr schon merkt. Lasst uns mal einmal in den Konfigurator gehen und einfach mal gucken, was man alles so an- und abwählen kann. Dann geht es auf Profahrt und dann geht es ab zur Neustadt. So, da wollen wir mal loslegen. Ich muss gestehen, es ist nicht das erste Mal in meinem Leben in Porsche-Konfigurator, sondern ich habe tatsächlich einen GT3 RS zu damaligen Zeiten, wo der gerade rauskam, konfiguriert. Ich denke, da bin ich auch nicht der Einzige, sondern der eine oder andere hat dort schon ein bisschen rumgespielt. Los geht's, 911. Also, erstmal muss ich sagen, 215.000 Euro für unseren GTS klingt viel. Allerdings habe ich gerade gesehen, das Auto fängt bei 170.600 Euro an. 170.000 immer noch viel Geld, aber 170 klingt schon mal anders als 215, finde ich. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob man den wirklich so vollpacken muss oder ob es einer für 170 auch tut. Kurz zeigen, es gibt tatsächlich Carrera GTS, Carrera 4 GTS, Allrad, 8.000 Euro mehr. Dann gibt es Carrera GTS Cabrio, 184 und Carrera 4 GTS Cabrio. Also gibt es auch das Cabrio als Carrera 2 Heckantrieb, Carrera 4 Allrad. Zwischen dem normalen und dem Cabrio liegen 14.000 Euro Unterschied. Und dann Targa 4S. Targa ist quasi mit diesem halben Glasdach hinten dran. Ne? Ist halt so ein Legendenmodell. So, lange Rede, wir wollen es ja nicht wieder in die Länge ziehen hier. Wir nehmen mal unseren GTS. Neue Konfiguration. Thema Farbe. Wir tun jetzt mal einfach so, als wenn ich ihn konfigurieren würde. Ich persönlich würde, ich müsste es live sehen, würde zwischen schwarz oder tief schwarz Metallic sogar tendieren. Wobei hier so ein Silber, Eisgrau, Vanadium. Oder das hier sieht bestimmt auch geil aus. Shade Green Metallic. Egal, wir machen schwarz. Was allerdings krank ist, hier unten, ist halt wirklich die PTS-Farben. Also man kann bei Porsche wirklich fast jede Farbe nehmen und dann gibt es auch noch zwei verschiedene Stufen. Einmal Aufpreis 10.400, einmal Aufpreis 22.8. Bei 22.8 muss ich tatsächlich mal reinklicken. Farbe nach Wahl plus. Okay, ja, krass. Also man kann tatsächlich hier eine Farbe wählen und dieser Farbe auch noch einen Namen geben. So, egal. Serienausstattung, 20, 21 Zoll GTS-Räder. In meinen Augen auch die schönsten Räder würde ich definitiv genauso lassen. Wir lassen es einfach mal schwarz. Schneeketten, Alter, für so ein Auto Schneekette. So, kommen wir zum Innenraum. Racetex-Ausstattung mit erweiterten Leerraumfang. Also dieses Racetex, vermute ich mal, wird dieses Alcantara sein, was ich persönlich geil finde.
Man kann allerdings auch fürs gleiche Geld eine Lederausstattung nehmen oder sogar mit Kontrastnaht in Weiß. Sitzmittelbahn Glattleder. Also ihr habt tatsächlich ohne Aufpreis die Möglichkeit, Glattleder oder sogar Glattleder mit, also Vollleder komplett oder eine weiße Naht. Ich persönlich würde es tatsächlich genauso lassen. So, Thema Sitz, Riesensache. Serienmäßig Sportsitze plus vier Wege. Dann gibt es die Möglichkeit auf, der nächste Step wäre vollelektrische Sportsitze 14 Wege, 1400 Euro Aufpreis. Dann gibt es die Möglichkeit 18-wegige Aufpreis. Das sind die, die ich drin hatte. Die kann man tatsächlich elektrisch zusammenfahren. Hätte ich vorher niemals gedacht, dass das so praktisch ist. Aber jemand, der Rennstrecke fährt, für den ist es definitiv praktisch, weil man halt den Sitz wirklich komplett zusammenfahren konnte. Wir nehmen mal die Sportsitze, die Vollschalensitze, weil ich glaube, Schalensitze ist glaube ich, schon cool für den Wert. Man kann für 0 Euro Aufpreis Hintersitzanlage reinmachen, dass es dann Viersitzer ist, oder es weglassen. Ich persönlich fand es natürlich cool ohne. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es umsonst ist, okay, wenn man hinten Sitze reinmacht, kann man vorne keine Schalensitze mehr reinmachen. Dann bleiben die Sitze hinten weg. Aber ist schon geil, Viersitzer, jemand, der Kinder hat, für den ist das dann schon cool. Jetzt geht's weiter, Exterieurpakete. Jetzt hier. Hier kann man tatsächlich verschiedene Spoiler draufpacken. Also es gibt tatsächlich hier so ein Aero-Kit Carbon. Da drin enthalten ist, ja, da geht's jetzt halt los. Klar, das wird natürlich krank aussehen. Man kann tatsächlich vorne alles in Carbon machen. Also sowohl vorne als auch hinten, als auch diesen Spoiler da drauf. Ich persönlich würde es komplett gar nicht machen, weil sonst sind wir irgendwann wieder im Bereich GT3. Und da muss man halt einfach komplett sagen, ist es jetzt ein GT3 oder ist es ein GTS? Jetzt kann man sich natürlich nach außen mit Carbon austoben. Ich meine, da bin ich glaube ich jetzt gerade der falsche Vollcarbon-Limo. Aber Sportdesign-Paket Carbon, das heißt ohne Spoiler, nur mit Carbon, 3-2, damit vorne, hinten und ein bisschen Carbon ist. Nee, ich würde selbst das weglassen. Schwellerverkleidung, Spiegel, nee. Spiegelfüße lackiert auch nicht, Fensterdreiecke, Carbon, boah krass, was sich da mittlerweile getan hat, was es da alles mittlerweile hier gibt. So, Dach- und Transportsysteme brauchen wir nicht, Schriftzüge und Dekor, ist eh alles kostenlos, 911 finde ich aber auch cool so. Antrieb und Performance, Porsche Active Suspension Management, PASM, ist eh mit drin, ne? Genau. Liftsystem Vorderachse, hätte ich persönlich immer gedacht, dass man es braucht. Allerdings, mich hat es null gestört bei dem Auto, dass das nicht hatte. Deswegen bin ich der Meinung, braucht man nicht. Servolenkung Plus für 300 Euro, dass das Auto leichter lenkt im Stadtverkehr. Das finde ich definitiv immer praktisch, weil man kennt es so mit einer Hand beim Ein- und Ausparken, ist ja schon cool. Und jetzt kommen wir nämlich zum kompliziertesten Teil. Also als allererstes 84 Liter Kraftstofftank auf jeden Fall, weil wir haben gemerkt, dass er schon ganz durstig ist. Keramikbremse, ja oder nein? Die Keramikbremse war perfekt. Keine Frage. Also wirklich perfekt, perfekt, perfekt. Müsste ich tatsächlich ein Auto für fahren, ob man den mit Keramik nimmt oder nicht? Weil man kennt Porsche. Porsche mit der Stahlbremse ist auch einfach perfekt und man braucht keine Keramik. Was ich auf jeden Fall nehmen würde, wenn ich die ganze Kiste in Schwarz mache, ist Bremssattel lackiert in Schwarz für 821 Euro. Die Keramikbremse in Schwarz bzw. falsch Keramikbremse würde ich in Gelb nehmen, kostet halt 10.531 Euro mehr. 10 Schleifen. Ist halt schon Geld, ne? So, lassen wir erstmal. Eine Sache, die definitiv sein muss, hat mich wirklich maximal überzeugt. HD-Matrix-LED-Hauptscheinwerfer abgedunkelt. Wirklich, auf der Autobahn, man fährt im Dunkeln und hat Fernlicht an. Aber selbst die eigenen Leute auf der Fahrbahn werden nicht geblendet. Es ist links hell, es ist rechts hell, oben die Schilder sind hell, es ist vor dir hell, aber das Auto wird nicht geblendet, weil die heutzutage so gut ausblenden. Also die 3.000 Euro für jemand, der viel fährt, sind auf jeden Fall gut investiert. Heckscheibenwischer brauchen wir nicht, Windschutzscheibe, Graukeil brauchen wir nicht. Privacy-Verglasung, weiß ich, gibt viele, die Privacy dunkeln haben wollen. Ich persönlich fand es eher negativ, weil ich mag das, wenn das Auto von innen hell ist. Deswegen habe ich eigentlich bei keinem Auto die Scheiben getönt. Jetzt gibt es eine Leichtbau- und Geräuschdämmung. Wie geht das denn? Wie kann man denn Scheiben leichter und Geräusch armer machen? Krass, also Porsche hat eine leichtere Scheibe, die dazu die Akustik minimiert. Kostet 1.332 Euro. Ich persönlich sage, unter Volllast ist der Auspuff eh so laut, dass es eh laut ist, da ist es egal, brauchen wir nicht. Transport und Schutz, brauchen wir auch nichts von. Interieurpaket, Carbon matt, ein Akzent in Schwarz.
Interieur ist immer so eine Sache. Da kann man natürlich relativ schnell einen Innenraum mit aufwerten. Ja, da ist jetzt aber halt die Frage, was packt man rein, was packt man nicht rein. Da kann man jetzt natürlich viel Leder reinpacken. Das ist bei Porsche immer krank. Man kann wirklich so einen Innenraum wirklich komplett aufblasen und gefühlt jede Luftdüse auch nochmal beledern lassen. Ich persönlich bin gar nicht so der Fan von farbigen Ziernähten. Die kann man sich, glaube ich, sparen, außer man steht halt drauf. Gurte. Porsche-Wappen in den Sitzen, finde ich, ist ein absolutes Must-Have für 238 Euro. Geht nicht mit Schalensitzen, da sind die Schalensitze ja doch wichtiger. Alter, ich sag gerade noch, was man alles beledern kann. Sitzkonsolenleder, selbst sowas geht. Sicherheitsgurte farbig, finde ich an sich cooles Gimmick. Macht immer was her, aber bei unserer langweiligen Außenfarbe in Schwarz ist es natürlich gleich ganz was anderes. So, Sportlenkrad. Sportlenkrad definitiv machen. Auch in diesem Racetext. Das hatte ich ja so 1:1 drin. Das war definitiv, definitiv das Geld wert. Weil das wertet das ganze Auto auf. Man guckt jedes Mal auf das Lenkrad. Das würde ich auf jeden Fall reinmachen. PDK-Wahrhebel Aluminium. Den gucken wir uns mal an hier. 600 Euro, nee, das brauchen wir gar nicht. Hier, siehst du, kann man nämlich die Luftdüsen in Leder machen für 1.428 Euro. Dann kann man den Schlüssel in Wagenfarbe lackieren. Also das ist echt krank, was da so alles geht. Ziffernblatt, Sport, Chrono, Stoppuhr, Digital, Drehzahlmesser, Schiefergrau. Das finde ich cool. Geht nur mit Interieurpaket GTS. Okay. Ja, wir müssten uns jetzt länger beschäftigen damit. Das sprengt aber den ganzen Rahmen. Es kann natürlich sein, dass ich dieses Sport-Chrono-Paket, also mit der Uhr in der Mitte und dem Laptimer etc., überhaupt nur habe, wenn ich das GTS-Paket nehme. Interieurzubehör, Kindersitze brauchen wir nicht. Assistenzsysteme, da geht es jetzt noch nicht los. Das ist tatsächlich etwas, was immer ins Geld geht. 2.500 Euro Nachtsichtassistent, 1.500 Euro Surround View, aktive Einparkunterstützung, 2.800 Remote Park Assistent, 1.700 Abstandstempomat, ist alles Sachen, die ich komplett weglassen würde. Spurwechselassistent. Meiner Meinung nach, man fährt einen Porsche, man genießt das Fahren, braucht man alles nicht. Würde ich persönlich alles weglassen. Komfortzugang brauche ich auch nicht. Garagentöpfer, Raucherpaket, Vorrüstung, Dashcam, brauchen wir auch alles nicht. So, Bose Surround-System oder Burmeister Surround-System? Ich persönlich höre nicht so laut Musik im Auto. Meine Frau ist da ganz anders, die dreht immer voll auf. Hängt immer damit zusammen, ich bin viel am Telefonieren und so weiter. Ja, der eine so, der andere so. Ich würde es weglassen. So, und das war's auch schon. Und jetzt kommen wir zu einem Preis, der, finde ich, klingt einfach gleich ganz anders. Fahrzeuggrundpreis 170.600, Gesamtpreis Ausstattung 10.251. Mit Schalensitzen. Finde ich persönlich, zeigt so ein bisschen, wie gut dieses Auto schon ausgestattet ist und wie wenig man dann da wirklich reinpacken muss. Weil ihr dürft nicht vergessen, ihr habt für 10.000 Euro Aufpreis Schalensitze, ihr habt Räder in Schwarz, ihr habt die geilen Räder, die man haben will. Man hat ein Sportlenkrad in Alcantara, man hat die Sitzbahn in Alcantara, Servolenkung plus PASM, Bremssättel in Schwarz, einen großen Tank, PDK, die Lampen in Hell, in meinen Augen Gold wert, muss man auf jeden Fall machen. Und das war's auch. So, also zusammengefasst, Konfigurator auf jeden Fall gibt von mir 10 von 10 Punkte, weil er ist wirklich übersichtlich und man verstrickt sich nicht so schnell in Widersprüche. 180.800 würde mein Fahrzeug kosten. Das ist jetzt quasi die GTS-Version, die in meinen Augen als Allrounder am besten geeignet ist. Das heißt, es ist leicht mit Schalensitzen. Stahlbremse, das heißt, man braucht keine Angst haben, damit auf der Rennstrecke zu fahren, weil ich weiß, es existiert immer noch dieser Mythos, Keramik-Rennstrecke, schwierig. Aber ich glaube, dass wir da nämlich auf einmal wieder in einem ganz anderen Preissegment sind. Weil wenn man mal realistisch sieht, 180.000 Euro, da ist die Differenz zu einem Turbo S oder zu einem GT3 oder einem GT3 RS dann doch wieder wirklich, wirklich, wirklich hoch. GT-Modelle. GT3 fängt an bei 193. Geht sogar noch, ne? GT3 RS fängt an bei 248. Also ich würde sagen, guckt euch das an, klickt da ruhig ein bisschen durch. Von meiner Seite aus, ich persönlich würde den GTS relativ nackt lassen, weil er ist nackt geil genug. Man kann ihn natürlich komplett voll machen, dann kostet so ein Auto halt auch 2,15, 2,20, 2,30. Muss man aber nicht, weil so ist er definitiv auch geil. So ist er leichter, so ist er sportlicher und so, glaube ich, kommt dieses Spagat zwischen Alltagstauglichkeit und Rennstrecke und Leistung noch geiler rüber. Alles klar, weiter geht's.
erste Frage, die ich auf jeden Fall an die Porsche-Ingenieure habe in diesem Video. Oder irgendjemand, der da vielleicht arbeitet. Der Motor startet so schnell. Ist das ein konventioneller Anlasser? Oder startet der den Motor vielleicht sogar über den E-Motor auf der Kurbelwelle? Würde mich mal interessieren, weil guckt euch mal bitte an, wie der anspringt. Also in dem Moment, wo man hört, dass der Motor dreht, ist der auch gleich an. Das finde ich krass. Würde mich mal wirklich interessieren. Ich finde es aber generell so ein Porsche-Ding. Du hörst es einfach, wie das Auto angeht. Mhm. Das ist ein Porsche, ne? Erstmal zum Thema Innenraum. Porsche, braucht man nicht viel sagen. Schwarz, Carbon, Alcantara, noch ein paar Knöpfe und ein relativ viel digitales Zeug ist einfach genau meins. Also auch das hier, finde ich, sieht extrem hochwertig aus, dass man in der Mittelkonsole nochmal eine Konsole hat. Mhm. Ich finde es immer wieder geil, wenn man sowohl Lüftung als auch Temperatur mechanisch einstellen kann. Genauso, dass man mechanisch laut leise machen kann. Geil. Und eine Sache, Thema Lenkräder, ja, weiß ich nicht, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen. Nee. Ist einfach geil. Und hier können wir nämlich auch schön sehen, wann dieser E-Boost kommt und wann nicht. Und das guckt euch mal an. Während des Gasgebens pusten die wirklich bei der Drehzahl, das sind jetzt 3000 Umdrehungen, pusten die schon 20 kW in den E-Boost rein. Also bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie ich diese Anzeige jetzt deuten soll. Ob das jetzt heißt, dass der E-Motor 20 kW erzeugt? Oder ob man den Turbolader mit 20 kW antreibt. Das kann niemals der Fall sein, so viel Strom zieht er nicht. Ich tippe mal drauf, dass man dieses krasse Ansprechverhalten von dem Motor darüber hinbekommt, dass der Motor auf der Kurbelwelle jetzt gerade spult. Also in dem Moment, wenn ich Gas gebe, ist das gar nicht ein reines Verbrennungshochdrehen, sondern auch ein Elektromotorhochdrehen. Weil wahrscheinlich dieser 3,6 Liter Motor so weit in Richtung Stabilität und Effizienz auf Leistung, nicht Effizienz auf unteren Bereich, gebaut ist. Das heißt wenig Verdichtung, thermisch entlastet und so weiter, dass der Motor sonst in den Bereichen wahrscheinlich viel, viel, viel träger wäre und sie das halt über den E-Motor ziehen. Ne? Ja, sonst einfach für mich traumhaftes Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie man hier so drin sitzt, die Übersichtlichkeit von dem ganzen Auto. Alcantara, Lenkrad, eh immer beste. Klar, ist jetzt kein Ferrari, kein Lamborghini, kein McLaren. Ja, wobei, das ist ja auch nur optisch extravaganter irgendwie, ne? Genau, aber es ist ein Auto, was ist am Ende besser, ne? Wo ich sagen würde, hey Nico, wir haben morgen einen Dreh in München, lass uns den GTS nehmen. Ja. Definitiv, ne? So, wir sind jetzt gerade in Normal. Wir können jetzt auf Sport gehen oder auf Sport Plus. Der große Unterschied bei Sport Plus ist einfach schon immer mal die Getriebeauslegung. Guck mal, wir fahren jetzt hier durch die 50er-Zone. Ersten Gang mit 30. Im ersten Gang, aber ich habe ja nichts geschaltet. So, ne? Ja. So, ne? Wir bleiben erstmal so in Sport. Aber man kann es halt auch hieran sehen, also man kann sowohl Fahrwerk verstellen, von der Härte her, als auch Auspuff, als auch Start-Stopp kann man außen anmachen. Und da ist bei Start-Stopp bei dem Auto wirklich krass, gefühlt geht der schon aus, also nicht nur gefühlt, sondern er geht aus, solange das Auto noch rollt. Also man rollt mit dem Auto schon dahin. Achtgang PDK gibt es auch nur als Achtgang PDK. Handschalter gibt es für dieses Fahrzeug gar nicht mehr. 540 PS. Als Vergleich dazu, der Turbo S, der aktuelle, hat 650. Dieses Auto beschleunigt von 0 auf 100 mit Heckantrieb in 3,0 Sekunden. Das werden wir gleich mal testen. Der Turbo S schafft das allerdings sogar in 2,7 Sekunden. Ne? Ich finde, gerade für jemanden wie mich, der auch gerne mit Pedals schaltet, ist das ja eigentlich auch genau das Auto, ne? Weil so ein PDK ist halt einfach wirklich die Macht, was so Automatikgetriebe angeht, finde ich. Ja, es hat alleine einen großen Vorteil, dieser Knopf hier im schon seid ihr in manuell und dann seid ihr auch bei Porsche so richtig in manuell. Ne? Also bei vielen anderen Autos kann man ja auch den Hebel so zur Seite drücken und hat so einen halben manuellen Modus. Nee, bei Porsche ist wirklich so, bist du in manuell, macht das Ding nichts mehr. Ich sehe gerade, hier kommt auch, wenn wir Gas geben, kommt da auch immer noch mal kurz. Ah, okay, verstehe. Also grün heißt, dass Strom von dem Motor zurückfließt in die Batterie. Sehen wir auch hier im Display. Wenn der Ausschlag in die Richtung geht, heißt das, dass die Batterie gerade geladen wird. Das heißt, selbst jetzt gerade nur beim Dahinrollen wird die Batterie geladen. Und gebe ich Gas, geht es auf blau. Das heißt, Strom fließt von der Batterie dahin. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Thema
E-Technik ist ja so krass verrufen bisher auf der Rennstrecke, weil auf der Rennstrecke will man immer wenig Gewicht. Wenig Gewicht, wenig Gewicht, wenig Gewicht. Der GTS, so wie er hier steht, wiegt tatsächlich unter 1600 Kilo als Hybrid. Der eine oder andere wird jetzt sagen, boah, 1600 ist ja so viel und so weiter. Aber man darf immer nicht vergessen, 3,6 Liter Turbo plus die ganze Technik hier mit Nachtsichtgerät, mit Spurhalteassistent und was nicht so alles drin ist. Klimaanlage, klar, ist bei einem Auto für 250.000 Euro alles selbstverständlich. Aber 1600, dadurch Carbondach und kein Carrera 4, sondern nur ein Carrera 2. Und das Entscheidendste ist, dass halt diese Batterie nur 1,2 Kilowattstunden hat. Das heißt, die wiegt gar nicht viel. Das heißt, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, dieser ganze Hybridstrang, wie er hier ist, Batterie, Leitung und E-Motor hinten, werden wahrscheinlich 100 Kilo sein. Echt? Ich glaube nicht mehr. Vielleicht 150, aber noch nicht mal. Wenn ihr aber für 150 Kilo 55 PS zur freien Verfügung bekommt, ist das Verhältnis schon nicht schlecht. Ja, und auch wie die 55 PS am Auto anliegen. Ne? So, weil ich glaube, dass das gerade die hohe Kunst ist, dass man diese 55 PS ganz anders regeln kann und steuern kann und zuschalten kann, als 55 PS auf dem Turbo oben drauf zu legen. Mhm. Weil diese 55 PS bei einem Turbomotor kann man nur oben drauf legen in dem Motor, in dem Bereich, wo der Motor eh im Saft steht. Hier können wir jetzt als Beispiel einfach mal den fünften Gang nehmen und geben mal Gas. Fünfte Gang, 2000 Umdrehungen, da würde so ein Auto sonst gar nichts machen. 0,0. Mhm. Und wir sehen es ja sogar hier auf der Anzeige. Guck mal, ich bin jetzt bei 1700 Umdrehungen. Bei 1700 Umdrehungen gehe ich Vollgas. Ja. Und habe sofort 100 kW Verbrennungsmotor. Das mag in Anführungsstrichen normal sein. So, für so einen 3,6 Liter Motor. Und dazu haben wir halt nochmal den E-Boost und das lässt das Auto halt einfach so beschleunigen. Ne? Also es ist eigentlich genau den Hybrid, den man sich wünscht, weil es ein performantes Hybrid ist. Mit einer ganz kleinen Ergänzung, dann würden wir ja mal im Traumauto sitzen. Das wäre, wenn ich mit diesen 1,2 Kilowattstunden noch voll elektrisch fahren könnte. So, ne? Voll elektrisch fahren, hier muss irgendwas passiert sein. Würde mir reichen, wenn ich da so 10 Kilometer mitkomme. Weil alleine nur, dass ich mit dem Auto, als Beispiel, ich fahre von mir zu Hause los, will den lauten Auspuff bei mir in der Nachbarschaft nicht anmachen, fahre aus dem Ort raus und da geht der Motor erst an, so wie es beim Panamera Turbo zum Beispiel der Fall ist. Wer weiß, was noch kommt, ich bin mir ziemlich sicher, es soll ja ein neuer GT2 kommen, wird ja drüber gemunkelt und ich glaube schon, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Aber wenn man sich überlegt, Turbo S Vorgängermodell, 650 PS schon, jetzt sagen wir mal, da machen sie für ein GT2 720 raus. Vielleicht mal 80 PS Elektro. Ja. Das ist halt schon. Wäre schon schön. Aber was ich krank finde, ist, wir rollen jetzt hier mit 100. 2500 Umdrehungen, fünfte Gang. Dieses Runterschalten. Oder ich zeige es euch nochmal andersrum. Ich bleibe im fünften und gebe mal nur Gas. Weißt du, das ist so, als wenn wir 10 Zylinder fahren. Also ich sage, fährst du eine R8 mit 10 Zylindern? Ja. Fährst du eine R8 mit 10 Zylindern bei 2500 Umdrehungen bei 100? Man hört es auch, ich weiß nicht, ob die Mikrofone das draufkriegen. Man hört richtig, wie sie den Lader schon antreiben. Der kann unmöglich bei 2,5 schon so da sein, bei der Größe, weil es ist am Ende ein 500 PS Lader. Ja, das ist schon cool, ne? Das heißt, für diejenigen, die einfach nur cruisen wollen, brauchst du gar nicht mehr schalten. Also es fährt sich wirklich wie ein großvolumiger Sauger. So, aber das eigentliche Beste ist definitiv, wie du schon gesagt hast, PDK. Es ist einfach so, du ziehst am Hebel und genau in dem Moment ist der Gang auch schon drin. Und nicht die Doppeldenkerachse drin. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das Ganze am Ende auf der Rennstrecke schlägt.
weil die alten Porsche waren ja dafür bekannt, dass die Vorderachse so schnell am Limit ist. Weil natürlich Heckenmotor, in dem Moment, wenn ihr nur ein bisschen Gas gibt, entlastet sich die Vorderachse natürlich komplett, weil der Hebel ja sogar das Auto ausfedert. Funktioniert nur auf der Bremse, ne? Und das haben sie beim 992 GT3 gut in den Griff bekommen, indem sie vorne eine Doppellenker-Vorderachse reinmachen. Hat dieses Auto allerdings nicht. Das bleibt weiterhin nur dem GT3 überlassen. Aber wahrscheinlich lädt Porsche dafür zur Nordschleife an, das ist das Beste. Bremsmoment beim Runterschalten ist auch gefühlt jetzt nicht so, dass es so hier drin ist, aber es ist so gleichmäßig einfach. Also ich will nicht wissen, wie viele Ingenieure. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass Porsche da mittlerweile mehr Applikationsaufwand ins Getriebe steckt, als eigentlich in den eigentlichen Motor. Ne? Echt, meinst du? Ja, es ist schon, bis das so alles funktioniert. Schlecht in der Kurve. Ja, aber jetzt die machen einfach gar nichts. Ne? Also, wir sind jetzt ja hier nicht langsam unterwegs, kalte Reifen und du kannst gefühlt das Auto immer noch komplett steuern. Klar, das ist jetzt so referenzlos, jetzt müsste man mit einem anderen Auto hier durchfahren, ne? Aber wenn ich mir einfach überlege, Thema Sicherheit, ich krieg ihn gar nicht zum Untersteuern. Ne? Das ist geil. Werksangabe bei diesem Fahrzeug. Ich glaube, eine Porsche-Werksangabe brauchen wir noch nicht groß zu überprüfen. 100, 200, knapp über 7 Sekunden. Was auch schon nicht langsam ist. Dann wird das auch so sein. Ja. Was auch schon nicht langsam ist. Ich weiß noch, damals, ein guter Kumpel von mir, haben wir zusammen umgebaut, 996 Turbo, mittlerweile 10 Jahre her, 15 Jahre her. Der hat wirklich das volle Programm umgebaut, mit Turboladern, Krümmern, Ansaugung, Kupplung und, damit man unter 7 fährt mit dem Auto. Das heißt, man brauchte damals in 996 brauchte man schon so 650 PS, um unter 7 Sekunden zu fahren. So, aber jetzt gucken wir mal hier. Desto mehr Leistung die Autos haben, desto schwerer ist es dann ja nochmal 10, 20 PS rauszufühlen. Ja. Ne? Also wir haben einmal Sport Chrono,
da können wir Porsche, ne? Soll ja nicht 0-100 schnell sein, sondern soll Rennstrecke schnell sein. Das heißt, wir können jetzt hier auf vordefinierte Strecke gehen. Jetzt zeigt er mir hier schon in der Nähe die Rennstrecken an. Nee. Doch, doch. So. Jetzt klicken wir den Wilsterberg an. Und jetzt nimmt er über GPS die Route. So. Wenn wir jetzt Wilsterberg technisch übers Start- und Ziel fahren würden, würde er tatsächlich eine Runde messen. So. Und nicht nur die Rennen, nicht nur die Runde, sondern sogar mit Sektoren. Hier kann man auch einmal die Strecke nochmal zeigen. Ja, wie geil. Das heißt, der zeigt dir dann wirklich in Grün und in Gelb und in Rot an, ob du schnell bist, ob du nicht schnell bist und so weiter. Ne? Also, das ist schon echt krank. Also, was heißt krank, ist animiert, einfach damit auf Rennstrecke zu fahren. Weil Porsche ist halt einfach stolz darauf, dass ihre Autos auf der Rennstrecke so funktionieren. Ne? Alter. Junge, was für ein Grip dieses Auto hat, ne? Unglaublich. Drei Bar haben wir hinten, ne? Wir haben kalte Reifen. Heckantrieb. Ja. Und 3 Bar ist ja echt schon sehr viel. Ist wirklich hier so die. Wie steht hier unten schön? Der Teilbeladungsdruck ist das. Ey, und das Ding geht aus dem Stand so nach vorne, ne? Aber das ist halt einfach dieses Konzept Porsche, weil. Wenn es bei einer Sache gut funktioniert, dann ist es beim Gasgeben mit der Traktion, weil der Motor hängt halt einfach hinter der Hinterachse. Das heißt, in dem Moment, wenn das Auto anfängt zu beschleunigen, geht das ganze Gewicht auf die Achse und drückt das ganze Auto runter. Mhm. So, und da sind wir halt wirklich auch bei einem Punkt, kann man an diesem Auto noch was besser machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, alles, was du hier Motor- und Getriebe technisch tunst, fahrwerksmäßig tunst, selbst wenn man es besser hinbekommt, da wirst du damit Bereiche verschlechtern. Also alles, was du verbesserst, wird an anderen Stellen definitiv kosten und verschlechtern. Natürlich wird man hier ein Fahrwerk einbauen können, was um die Kurve raus noch mal spitzer und besser funktioniert. Dafür hast du keine Verstellung mehr, hast keinen Komfort mehr und nichts mehr. Genau, das ist halt dieses Ding. Er kann alles zu 95%, aber nicht eine Sache 100%, was auch okay ist. Aber also ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt so ungefähr. Ja, aber weil die 95%, die er auf allen Bereichen kann, ist ja schon extrem, extrem, extrem gut. Ne? Alleine auch schon, guck mal, das Ding hat eingetragen 3.10. Das heißt, ich behaupte mal, wenn hier 3.10 eingetragen sind, wird der Tacho 3.30 fahren. Man könnte es jetzt immer testen, aber leider ist die Autobahn zu voll. Ich glaube schon, dass ich glaube, dass man hier schon wirklich, wirklich extrem viel Spaß hat. Ne? Wenn jetzt die Performance auf der Rennstrecke auch noch passt, ist schon geil. Allerdings, man darf nie vergessen, 215.000 Euro. Muss man einfach auch ehrlich sagen. Ne? Wir sitzen hier schon in einem Einfamilienhaus oder wir sitzen hier in 3,5 Mustangs oder wir sitzen hier in 20, 350 Z. So, das ist halt auch wirklich eine Stange Geld. Aber ich habe halt in den vergangenen Jahren gelernt, nur weil ein Auto 215 kostet oder 200.000 kostet, heißt es nicht, dass es auch funktioniert. Und das ist ja das, was wir rauskriegen wollen, wie gut funktioniert er. Aber ich würde sagen, lange Rede, wir haben jetzt festgestellt, geiles Auto, definitiv. Also was heißt geiles Auto? Für mich einfach perfektes Auto. Ich wüsste nichts Negatives bisher zu diesem Auto, was ich sagen könnte. Außer, dass ich persönlich diesen ganzen Firlefanz hier so mit Nachtsicht und mit Spurhalteassistent und Tempowarnung und was da noch so alles drin ist, gar nicht bräuchte. Okay, verstehe es aber auch. Gibt auch andere Leute, die werden das Ding als Daily nutzen. Die stehen auf sowas. Sonst so einfach geil. Alleine wie jemand jetzt hier so rein cruisen kann. Jetzt geht's ab auf die Nordschleife und dann gucken wir mal, wie er sich da so schlägt. Ja, viel Spaß. Danke. Nordschleife, ne? Es ist maximal geil, aber da ist halt wirklich null Fehlertoleranz. Ja, wenn mich heute Morgen einer gefragt hätte, ob ich heute Abend hier den GT3 RS jage, hätte ich definitiv